Ja, ik ben er nog steeds marcheren. Ja. Oh, we staan er nog steeds.
Nach seiner Grundausbildung wurde dann entschieden, ob er in der Lage war, den Dienst auszuführen, ob er über die möglichen, also die körperlichen Fähigkeiten verfügt. Und wenn dies geschehen war, wurde er in einem Art Fahneneid auf Kaiser, Senat und das Volk von Rom eingeschworen und konnte dann seinen Dienst als Miles Gregarius, als gemeiner Soldat beginnen. Die Information, die wir hier sehen, ist eine auf griechische Vorbilder zurückgehende Phalanx, eine Schlachtreihe, die die römische Kampfesweise eigentlich sehr gut demonstriert. Während die barbarischen Völker wie Kelten und Germanen, die hier ansässig waren, auf heldenhaften Einzelkampf sich spezialisiert hatten, war es die Stärke der römischen Armee, als Team zu arbeiten. Es ist also so, dass in einer Schlachtreihe der Soldat nicht nur für sich kämpft, sondern auch für seine Kameraden links und rechts und hinter ihm. Ganz abgesehen natürlich davon, dass die Ausrüstung dieser Soldaten aufteilt, dass man damit die Feindinformation auch schon in den Eindringen hat. Das ist gut. Das ist der Stoß gerade. Achso, ich verstehe. Das ist doch dein Lieblingsmann. Ja, das ist auch hier sieht man, die Legionäre als schwere Kampftruppen bilden die Front. Das Herz der Einheit, die auf sie gehen, bilden dann die Flanken und die Rückendeckung. Verstehe. Ein Schiff. Verstehe. Neben der reinen Kampfesstärke darf man natürlich auch nicht die psychologische Wirkung einer solchen Phalanx unterschätzen. Wenn man also als kleiner Germanenhaufen gegen eine solche hoch ausgerüstete Armee anzutreten hatte, war sicherlich die Flucht die bessere Entscheidung.